einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, über den Plan der lichtvollen Seele zu sprechen. Der lichtvollen Seele jeden einzelnen von uns auf dieser Mutter Erde. Der Gottesplan ist die Allliebe. Der Seelenplan der Weg dorthin. Wenn Gottesplan die Allliebe ist und der Seelenplan der Weg dorthin, warum stolpern wir so oft in unserem Schicksalsweg? Das sind alles Lebensfragen, die ich an unsere Engel gerne richte. Und bei so einer Aufgabe wie einem Vortrag vor euch bitte ich auch um die Unterstützung der Engel. Und bei solchen großen Aufgaben, wo es um viele Menschen geht, helfen die Erzengel mir ganz besonders. Und so fühle ich mich heute vom Erzengel Michael unterstützt und inspiriert, sehe ihn vor mir in seinem großen, feuerlichen, rotem Licht mit seiner Botschaft: Das Leben ist nicht zum Kämpfen da, sondern zum Lieben. Und inspiriert von dieser Kraft möchte ich gerne uns durch unsere Stunde liebevoll begleiten. Der Begriff Seele ist ja oftmals sehr schwierig zu greifen. Mit dem Körper kommen wir da gedanklich zumindest besser zurecht, auch wenn wir oftmals durch seinen Schmerz uns oft fragen, was möchte der Körper denn mir mitteilen? Denn ganz oft ist der körperliche Schmerz der Schrei der Seele, unserer Emotionen, unserer Sehnsucht, was auch der Wegkorrektur bedarf. Im Leben habe ich immer festgestellt, dass es niemals um das Opfertum geht, sondern stets um eine Bewusstheit zu einem lösungsorientierten Leben. Weise Menschen, liebevolle Menschen helfen da sehr weit. Doch die Weisheit der Engel, die ganz frei von Schmerz ist, ist natürlich eine wunderbare Quelle. Wir stehen hier in unserem Leib. Wir finden einen Ausdruck auf dieser Erde durch diese gegenwärtige Rolle, die wir als Frauen, als Männer, als Mütter, als Väter einnehmen. Doch unser Leib ist ja auch mit Seelenleib beseelt, als Sitz der Emotionen, welche sich stets weiter entfalten möchten, die Liebe sich in den feinsten Facetten immer mehr kultivieren möchte. Doch wir stehen hier auf dieser Erde auch beseelt vom Geistesleib, der für die Klarheit, Reinheit der Gedanken zuständig ist. Das heißt, wir sind hier in der Dreigliedrigkeit, mit Dreifaltigkeit, Körper, Seele und Geist. Das bedeutet, wir sind vollkommen, doch nicht jeder fühlt sich vollkommen, weil sein Herz mit dem Verstand nicht immer in Einheit ist. Und das sind natürlich Erziehungsmuster und Glaubensregeln, da der Mensch durch seinen Stress immer mehr lernt, in der Ratio sich zu verlieren und seine Emotion immer mehr der Gesellschaft anzupassen, bis er krank wird und den Weg, sein sogenanntes Schicksal, korrigieren soll, damit die Liebe Gottes für ihn jeden Tag erlebbar ist. Das heißt,
was die Engel uns durch und durch lehren, dass wir aus einem angelernten Angst- und Opfergedankengut heraus erwachen müssen und unser wahres Schöpferpotenzial in uns erkennen, denn Gott ist in uns, doch durch den tiefsten Frieden im Inneren zugänglich. Und das ist ja die freie Spiritualität, die authentische Erfahrung auf dem Weg nach innen fordert. Und im Alltag funktioniert sie, wenn wir uns dem Alltag stellen und nicht flüchten als Mütter, als Väter, als tatkräftige Menschen und sagen so, jetzt erst recht stelle ich mich meinem spannenden Leben, denn das ist einzigartig, denn Vertrauen bedeutet nicht, sich zu verstecken und die Engel oder sonst noch jemanden machen zu lassen. Vertrauen heißt, Vertrauen in sich und in das Leben zu haben und sich den Dingen zu stellen, aus der tiefsten Weisheit des Friedens, der Engel und Gottes, aus seiner größten Aufrichtigkeit unseres Menschseins. Herz und Verstand müssen eine Einheit bilden, das heißt, dieses Bewusstsein für deine Vollkommenheit muss da sein. Sie ist noch viel zu wenig da, weil der Mensch immer noch sehr, sehr im Außen sucht. Jeder braucht mal Halt, doch der wahre Fels in der Brandung kannst natürlich nur du selbst sein. In deinem Beruf, in deinem Zuhause, in deiner Persönlichkeit. Denn wisst ihr, die Engel und ihre Hilfe ist immer da, ganz gleich, ob es uns super geht oder ob es uns nicht so gut geht. Der Unterschied ist nicht bei den Engeln, sondern bei uns unsere Aufmerksamkeit für diesen himmlischen Frieden, für diesen aufrichtigen, konsequenten Glaube an die Liebe ist nicht immer da. Und Spiritualität bedeutet, sich jeden Tag und mehrmals am Tag in seinem inneren Gebet, in seiner inneren Zuwendung zu seinem Herzen, sich seiner Vollkommenheit, seiner Kraft, seines liebevollen Glaubens bewusst zu werden. Denn aus der inneren Mitte heraus sind die Wunder möglich, weil du sie zulässt und nicht festkrallst.